Und da sind wir wieder zurück. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Oh, keine Ahnung, was das gerade war. Wir begeben uns ganz schnell aus diesem Sumpf wieder raus, weil hier nämlich ganz viele böse Viecher lauern. Holz brauchen wir momentan nicht. Ich würde sagen, ein bisschen Strohtum auf jeden Fall noch einsammeln. Blümchen bräuchten wir jetzt eigentlich gar nicht einzusammeln, weil wir momentan eh eigentlich groß... Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, Speichervorgang. Und Gras nehmen wir auf jeden Fall auch mit, so viel wie es geht erstmal momentan, wenn wir erstmal hier sind. Unser Stein ist schon wieder alle. Na, nimm das mal mit. Du kannst hier ruhig alles mitnehmen, was du findest. Da haben wir wenigstens erstmal wieder einen kleinen Vorrat. Ach, du sollst doch keine Blümchen mitnehmen. Jetzt hat er die doch mitgenommen. Komm, geh mal hier rüber, das ist nämlich noch Gras. Und Bären. Bären hat es hier auch. Und ein Mörschen. Gib mir mal bitte die Mörschen. So, da hat man noch ein Mörschen. Her damit. So, hier drüben ist, wie gesagt, hier der Sumpf, oder? Ja, der wird wahrscheinlich ziemlich groß sein. Dann schauen wir uns mal hier noch weiter um. Wir können noch ein bisschen weiter runter. Und sind dann am Schweinedorf. Hat's da irgendwas? Ja, außer einen Haufen Büsche. Die können wir alle noch plündern. Da haben wir wenigstens schon mal wieder eine kleine Mahlzeit. Hat's hier noch irgendwas? Hier hat's irgendwie anscheinend gar nichts. Blümchen? Nein, brauchen wir momentan nicht. Die lassen wir lieber stehen, wenn wir wirklich eben sie brauchen. So, hier drüben hat es aber ganz viele Bären und die schnappen wir uns jetzt erstmal. Dann können wir auch mal gleich wieder ein bisschen Holz fällen. Nimm das bitte mit. So. Ein Bärchen. Zwei Bären. Drei Bären. Vier Bären. Und noch ein bisschen Gras. Und ein Mörschen. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder eine große Mahlzeit. Was ist das für einer? Ein Krien. Krien, wir brauchen Krien. Wir müssen die eigentlich mal langsam schnell nach Hause bringen und ins... Na... Oh. Ja. Jetzt haben wir leider nichts mit für den Schweinekönig. Den kann man, wie gesagt, Sachen geben, so was man aus den Gräbern findet, so Sachen. Und er gibt uns dann dafür... Chesterfield, hast du einen Hammer mit? Ja. Tschüss, Schweinis. Ach, bin ich gemein. Aber was tut man nicht alles? Ja, warte, warte, wir tun dich gleich, gleich kriegst du wieder. Gleich machen wir ein Lagerfeuer. So, geh mal hier rüber. Komm, bau dich mal hier hin. Ja, Schwein, du kannst dich natürlich bei mir schön aufwärmen. Ich habe ja schließlich auch dein Haus zerstört. Warum ich gerade die ganzen Häuser zerstöre, hat einen Zweck. Ich will die Bretter auf jeden Fall mitnehmen. Obelistenziegel. Kann man die eigentlich abbauen? Hallo Schweinekönig. Ich habe leider nichts für dich mit, oder? Nee. Leider habe ich nichts für dich mit. Kann man dir eine Mohrrübe geben? Will er nicht. Dann kriegst du auch keine. So, wir tun jetzt erstmal das hier noch mampfen. Hallo Schweinis.
Hier kriegst du ein Blümchen, da bist du wenigstens mein Freund. Da. Oh, oder gibst du mir Schweine? Und warum brennen die nicht? Frechheit. So, wir haben jetzt schon drei davon und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass uns das hier nicht vergammelt. Dass wir da rechtzeitig wieder zu Hause sind. War hier irgendwo, wo wir... Hier konnten wir rein. Da laufen wir jetzt mal hier runterwärts, dann hier hin. Und werden hier dann in das Loch springen. Da kommen wir, glaube ich, hier oder so raus. Da sind wir dann eher wieder dran. Da haben wir einen großen Rundgang gemacht, einiges eingesammelt. Die Holzbalken da hier, die Dinger da, werde ich auf jeden Fall in der Höhle, werde ich mir gleich zwei, drei Kisten bauen. Eine Maschine auf jeden Fall. Hier so eine Forschungsmaschine. Dass wir alles gleich per Hand haben. Hat es eine eine Höhle gleich hier unten gehabt? Ja, wir könnten dementsprechend gleich mal hier unten in die Höhle reingucken. Nein! Ich wollte dich nicht angreifen. Chesterfield. Nimm mal bitte den Hammer. Ich wollte dich nicht angreifen. Hier kriegst eine Beere. Ja, und gibst mir dafür gleich Kacke. Hier, nimm mal die Kacke und das da, das können wir dann gleich wieder ausräumen. Wir können mal ein paar Bärchen oder so. Wir müssten mal eigentlich ein paar Bäume fällen. Wir können mal hier ein bisschen was kochen. Besser wäre es, wenn wir daraus Klöße machen würden, aber wir haben ja momentan gerade keinen Dingsens mit. Deswegen machen wir das, also hier keinen Crockpot. Kochtopf. Dann machen wir das am besten jetzt einfach mal so und tun uns gleich mal noch die Magen vollhauen. So. Och, sind sie nicht putzig. Koko. Ach, das sind Kokos? Das sind gar keine normalen Schweine. Das ist Smelly. Ach, die heißen, die haben jetzt Namen. Das ist ja putzig. So, was haben wir denn? Bären. Was hast denn du noch schönes, Chesterfield? Ja, das haben wir ganz viel. Hier kannst du mal noch ein bisschen... Ja, das tun wir mal hier so hin. Die Holzbretter tun wir mal aufeinander stapeln, genauso... Ach, da gehen nur 10, okay. Genauso wie die Steine, da kannst du ja, glaube ich, auch noch... So. Die Schweinehaut kannst du mal hier reinhauen. Und das Gras kannst du dreimal hier reinhauen, dass wir wenigstens schon mal wissen, okay, wir haben 40 Mal. Am Ende vergesse ich es eh wieder. So. So. Na los. Tag 66 übrigens schon. Am Tag 100 feiern wir. Da gibt es Schweinebraten. So, ja, wie gesagt, das ist der Schweinekönig. Den können wir so Sachen aus den Gräbern geben. Dafür gibt er uns dann ganz viel Gold. Die paar Schweinchen lassen wir hier jetzt mal noch. Wie hier alles oben, wie ist das auch alles abgebrannt? Ach, übrigens, wir bräuchten Holz. Wir fällen mal ganz schnell ein paar Bäume. Hat's hier noch Gras? Nee, hat's noch ganz wenig. Da drüben sind übrigens schon ein paar Gräber. Das könnten wir eigentlich... Nee, da gehen wir mal lieber zum richtigen Friedhof, nehmen ein paar Pilze mit. Jetzt speichert er. Nehmen ein paar Pilze mit, dass wir nicht gleich total verblöden. Zumindest diese, was wir verblöden, eben gleich wieder aufholen. Weil wenn man wie solche Gräber ausgräbt und da das Zeug eben plündert, verliert man gleich ganz viel an geistiger Gesundheit. Und da so 3, 4 Gräber, da ist man schon fast total verblödet. Daher bräuchten wir dann dementsprechend auch die Pilze dann, dass wir uns dann gleich wieder aufheilen können. Ja, komm, mach gleich noch den Baum mit, da haben wir dann wieder erstmal genug Holz. Und wir müssten dann auch langsam mal nach Hause, weil unser Hütchen geht langsam den Gar aus. So, wir können mal das hier noch mitnehmen. Und das Blümchen da, weil wir mich schon ein bisschen wieder verblöden. Ist das ein grüner? Yep.
Nimm mal mit. Können wir ja... hier hast du aber auch einige. Vielleicht nochmal welche. So, da oben können wir Gold herbekommen, aber wir haben so viel Gold, da brauchen wir momentan noch keins farmen. Und wir gehen mal weiter hier hinunter. Oh mein Gott, ich gehe da mal weg. Ihr macht das schon. Den können wir gleich mal fällen. Da tun wir zwar auch ein bisschen geistige Gesundheit verlieren. Aber von denen kriegen wir diese mystische Holz da hier. Mystische Holz. Genau das da. Ich weiß gar nicht, ob das nachwächst. Hier unten haben wir noch einen, da können wir gleich mal gucken. Noch 5%. Ja, wir machen uns wahrscheinlich gleich auf den Weg. Nee, da ist uns zu weit weg, der Baum. Wir machen uns jetzt einfach mal schräg runter, außer hier. Da machen wir mal einen kleinen Bogen drum. Oh mein Gott, das ist auch schon so ein großes Nest. Aus den großen Nestern kommt, wie gesagt, dann irgendwann später eine Spinnenkönigin raus. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht unbedingt sehen möchte. So, jetzt sind wir hier wieder angekommen. Da haben wir noch einen roten Pilz. Aber wir gehen jetzt hier hinein. Hui! Und sind nicht sehr viel verblödet und sind... Ja, das schaffen wir noch. Bewegen wir uns mal schnell. Ja, jetzt noch ein Gule-Gule. Auf dem Weg dahin nehmen wir mal hier noch diese Gräser mit. Obwohl, ich würde mal lieber ein bisschen schneller gehen, weil wir werden wahrscheinlich gleich wieder frieren. Ja, wir müssen rüber. Cool wäre es, wenn man hier drauf noch schlittern könnte. Oder sich Schlittschuhe craften könnte. Und wir sind wieder daheim. Oh, zu Hause. Hier hat es noch irgendwie was gekocht. Oh, es hat sogar ganz schön viel Gesundheit wiedergegeben. Als allererstes mal einsortieren. Auf jeden Fall. Ja. Chesterfield, gib mal. Och Mensch, ich mag dich manchmal wirklich überhaupt nicht, Chesterfield. Warum bist du so weit weg? So, ich brauche auf jeden Fall Büffelwolle. Was kann man hier schon mal reinlegen? Die Eier. Open Chesterfield. So, jetzt hier. Gib mir mal die Spinnenseide, brauchst du nicht. Du brauchst das dann 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 nicht. Und das. Und das erstmal nicht. So, das können wir jetzt erstmal alles einsortieren. Hier war, glaube ich, die Eier drinne. Genau. Das Verrottete können wir hier rein tun. Hier haben wir noch 7-mal Verrottetes. Okay. Das können wir, glaube ich, doch ins Feuer werfen. So, so ein großes Feuer hat man schon lange nicht mehr. Asche haben wir hier noch. Eimer. So ein Zeug. Dann haben wir hier noch einen Hammer. Den könnten wir ja wieder Chesterfield wiedergeben. Hier, den kriegst du mal wieder. Dann die Spinnenseite. Brauche ich, glaube, weiß ich gerade gar nicht, ob man die braucht. Was haben wir hier noch so alles Schönes drin? Jetzt bin ich aus wie ans Mikrofon gekommen. Gold kannst du behalten. Die Steine könnten wir eigentlich mal aussortieren. Dann haben wir hier auch noch Kohle. Die kann auch mal mit raus. Und die Steine sind, glaube ich, auch woanders. Genau, die sind nämlich hier drin. Da kannst du mal hier das da reintun. Das kann auch raus. Und da kriegt, glaube ich, Erdchesterfield kriegt hier alles. Er kriegt auf jeden Fall... Komm, wir hauen mal die Kohle rein. Das hauen wir mal hier noch mit rein. Geh mal weg hier. So. Du hast auch von diesen Hölzern ein paar. Die Steine hat er. Das Gras können wir mal hier mit reinschmeißen. Genauso wie hier die... Ach, haben wir hier unten. Eine Blume. Ja.
schmeiß die mal hier hin. So, dann tun wir mal ganz schnell die Pilze hier mit rein. Dass wir die hier nicht verbraten. Genauso wie diese Beeren können wir die übrigens noch in den Kochtopf tun. Ach, tatsächlich. Dann mach das mal so. Und hol dir mal einen Rabbit. Tolle Scheiße. Wir brauchen eine neue Falle. Zumindest eine hier. Ja, super. Wo ist der richtige Chesterfield? Du bist der richtige. So, mach mal eine neue Falle. So. Und wo waren die... Die Buffalo-Felle, wo hat man die hingetan? Übrigens haben wir... Ach nee, hier ist er ja. Hast du irgendwas drinne? Wenn ja... Ja komm, das kannst du behalten. Komm, gib mir mal die Fackel, dass ich mir mal ganz schnell einen Hut machen kann. Genau, gib mir das mal her. Und ein Hut war... Ach, perfekt. Jetzt kommt ja auch noch die Krabbelhand. Soll sie machen, ist eh gleich neuer Tag. So, einmal bitte hier. Wo hatten wir die Spinnenseite hin? Ach, die haben wir gerade reingelegt. Genau, das Buffalo-Fell müssen wir noch reinlegen. Ja, schön, dass er mir hier alles kaputt gemacht hat. Die Fackel lege ich mal zur Not mal hier noch mit hin. Nehmen wir das mit und brauchen jetzt noch... Den Hasen solltest du mal hier reinlegen. Dass du mal was kochst. Und da holen wir uns gleich mal noch ein paar neue Hasen. So zwei, drei Stück. Eigentlich am besten immer zwei pro... Nein, da wollen wir nicht rein. Zwei pro, Hier können wir übrigens mal noch eine neue Falle draufbauen. So. Da ist keiner drin. Hier ist einer drinne. Na, Set Trap. So. Wie viel Gras haben wir denn noch? 32. Na komm, da bauen wir noch eine. Dann reicht es jetzt aber auch schon wieder mit Grasfallen. Quatsch, mit Fallen. So, was haben wir? Hier hinten haben wir noch welche. Jawohl, ist sogar was drinne. Dankeschön für den Hasen. Haben wir jetzt 1, 2. Wir haben nur zwei Hasen, hä? Hatten wir nicht gerade noch Märke ausgeräumt? Fallen. Wir haben doch nicht nur zwei Fallen ausgeräumt. Hier haben wir noch eine. Haben wir noch irgendwo eine, die jetzt wenigstens ein bisschen gefüllter ist? Hallo? Hier oben ist noch einer drin. So, jetzt haben wir vier Hasen. Das reicht erstmal. Um das ganze Zeug hier noch zu verkochen. Komm, mach die mal kaputt. 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 Lassen wir uns mal was Leckeres zum Mampfen machen. Hier haben wir schon mal was. Einmal bitte her damit. Nein, nicht essen. Bitte kochen. So. Warum haben wir schon wieder so viel geistige Gesundheit verloren? Ne, das lassen wir erstmal. Hier haben wir oben auch noch was. Das lassen wir erstmal hängen. Ich glaube, wenn das nämlich hängt, dann vergammelt das nicht. So, einmal essen. Und gleich noch einmal. Und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Warum ist das alles schon wieder hier so komisch? Das soll bitte dahin. Ach ja, wir wollten ja noch einen komischen Helm bauen. Machen wir gleich. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann.